Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Loot-Chest für euch und zwar für den Monat Juni. Entschuldigt den Lärm im Hintergrund, ich lasse gerade eine Spielmaschine laufen. Ja, fangen wir an. Als erstes haben wir hier das T-Shirt, dann haben wir hier was Kleines. Und zwar Destroyer. Wieder so ein Kaugummi, wo wahrscheinlich entweder sehr sauer oder sehr scharf ist. Dann haben wir hier was Weiches. Oh, das sieht ja cool aus. Zwar ein bisschen unnötige Verpackung, aber das ist so eine Kette mit einem Super Nintendo Controller. Ja, das hier ist die Kette und das hier ist die Verpackung. Ist ein bisschen zu groß, aber okay. Oh, es ist sogar ein richtig schweres Material. Ich schätze mal Edelstahl. Es steht sogar auf den Knöpfen Start, Select und A, B, X, Y. Hier ist noch eine Kette. Sieht sehr cool aus. Dann haben wir hier irgendwas sehr Großes. Achso, so rum, okay. Sieht ja cool aus. Einmal, es reflektiert ziemlich viel, Batman mit seinem Motorrad. Das ist in so einer Vitrine drin. Batmobil. Und hat eben den Hintergrund von Arkham City. Und ich sehe auch gerade, es ist sogar ein bisschen 3D, wenn man es bewegt. Das ist ja cool. So, und dann haben wir von Warhammer, glaube ich. Genau, Warhammer. So ein Blechschild, das habe ich schon von Portal. There is no time for peace. Mit so einem Marine-Soldaten oder mit Warhammer kenne ich mich nicht so aus, aber ich glaube, das ist auch ein Marine-Soldat. Und dann haben wir noch so einen Kaugummi. Ja. Und dann haben wir noch ein Heft. Ah, da habe ich schon mal sowas. Oh, was ist denn? Ja, ich laufe. Und zwar ein Pen and Paper ist das, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ein Pen and Paper Spiel. Und zwar Shadowrun. Die 5. Edition ist das, oder ich weiß jetzt nicht, ob das 5. Edition heißt oder die 5. Edition ist. Ja, auf jeden Fall ist das so ein Pen-Paper-Spiel. Finde ich ja eigentlich ganz cool, aber
Ich glaube, dafür bin ich nicht gemacht. Ich glaube, das war es jetzt auch. Ja. Das T-Shirt fehlt noch. Das machen wir jetzt auch noch schnell auf. Ah, ich glaube, das ist... Nein, doch nicht. Weiß ich nicht. Könnte ich so gerade nicht. Könnte vielleicht Yakuza sein mit den Schriftzeichen. Ich dachte zuerst, es wäre John Wick. Aber, keine Ahnung. Aber das ist doch John Wick. Hm. Ja, doch John Wick. Warum sind denn da die japanischen Zeichen drauf? Tony Montana. Also das ist auch wieder so ein Crossover. Einmal eben mit John Wick und schätzungsweise diesen japanischen Schriftzeichen-Typi. Tony Montana. Ich weiß jetzt nicht, wie das sein soll. So, das war die diesmonatige Loot Chest. Fand ich ganz cool, gerade so mit diesem Batmobil-Teil. Ich bin ja eigentlich kein so DC-Fan. Wie ihr ja vielleicht wisst, eher so Marvel, aber sieht trotzdem sehr, sehr cool aus. Auch so Blechschilder finde ich immer ganz witzig und diese Kette hier ist natürlich auch sehr cool. Das T-Shirt hat mich ein bisschen verwirrt mit diesem Tony Montana, aber sieht eigentlich auch ganz cool aus. Fange ich auch gleich mit dem T-Shirt an. Hier ist es da. Kostet 14,95 € und ist anscheinend ein Crossover zwischen John Wick und Tony Montana. Wer auch immer der zweitere ist. Dann haben wir... dann haben wir eben dieses Fahrzeug von Batman. Da gibt es anscheinend auch ganz viele verschiedene. Hier ist auch so ein schwarzes Auto und so ein Panzerauto oder sowas. Kostet auf jeden Fall 14,95 € und sieht sehr, sehr cool aus. Es bräuchte eigentlich so einen eigenen Platz in meiner Vitrine, weil im Moment habe ich alle Loot Chest Sachen so ein bisschen zusammengestoppelt, weil ich keinen Platz mehr in der Vitrine habe. dann haben wir hier noch das Blechschildchen von Warhammer und das kostet 9,95 €. Und das Heftchen da hinten von dem Shadowrun kostet 5,95 €. Und das ist, ja genau, Pen and Paper Spiel. So, die komischen Destroyer, Sweet Cycles Destroyer, kosten natürlich nichts, ist die Gratiszugabe von den Süßigkeiten eben. Und die schöne Kette hier vorne ist das Plusprodukt und kostet 12,95 €. Und wie gesagt, ich finde sie sehr, sehr cool. Die sieht richtig cool aus. Ich glaube, ich ziehe sie auch an. Ich habe nur ein paar Ketten schon an. Und ich glaube, die vertragen sich dann nicht so und verwursteln sich zusammen. Auf jeden Fall fand ich die Box, wie gesagt, sehr, sehr cool. Die ganzen Sachen. Auch das Pen and Paper, auch wenn ich es noch nie gemacht habe. Und ich glaube, ich kenne auch keinen, der irgendwie Pen and Paper spielt. Das Batmobil-Teil hier hinten ist auch ziemlich cool. Das Schild, wie gesagt, finde ich immer cool, wenn so Blechschilder da sind. Die Kette ist echt Hammer. Und ja, probieren wir mal gleich die Süßigkeit noch. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr weich. Aber ich glaube, er ist ein bisschen warm geworden.
Er ist zwar relativ sauer, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Wir hatten mal was, das war richtig sauer, das war dann schlimmer. Aber das hier, das ging, das ist okay. Es hat jetzt so einen harten harte Schale und weichen Kern. Das Kaugummi an sich ist eigentlich gar nicht sauer. Da war noch so eine Glasur drüber, die ein bisschen sauer war. Und der Inhalt, also diese, ja, der Lavakern war halt eben ein bisschen sauer. Und das Ganze schmeckt jetzt ja relativ hoch. Aber wie gesagt, es ist eigentlich jetzt nichts Weltbewegendes, würde ich so sagen. So, ich würde sagen, das war's dann auch schon. Die Lutest hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich freue mich schon auf den Juli. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon. Bis zum nächsten Mal dann. Eure Anna.